Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2. Ich probiere es diesmal, nachdem der gerade Weg nicht so gut funktioniert hat, probiere ich es diesmal außenrum. Mal schauen, ob ich hier irgendwie sinnvoll auf die andere Seite komme. Okay, das ist schon klar, was da abgeht. Komme ich da womöglich nicht hin? Das würde ich ja jetzt nicht schön finden. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen. Okay, das ist alles. Und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Es ist bald vorbei. Aber schon erstaunlich, dass wir uns so lange mit ein paar Schlägern abgeben mussten. Du weißt, was die Gebote okay, der Schrecken sagen, Bruder. Ist nicht so viel besser hier, der Weg. Paolo hat den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt aus den Tiefen des Nichts. Vergiss das nicht, sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergib mir, Bruder Mikos. Okay, der steht natürlich ganz übel. Ich war schwach. Der Aus. Ah, Scheiße. Bei den Geboten. Die Frau von dem Plakat. Na, Dreck, ja. Nee, so nicht. So nicht. Das war keine gute Idee, jedenfalls. Hoppla, 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 hoppla. Ich muss irgendeinen sinnvollen anderen Weg finden. Wobei ich hätte jetzt gesagt, der Weg untenrum war so schlecht gar nicht. Zumindest scheint er ein bisschen kontrollierter abzulaufen. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen. Ich könnte einfach mal Narkobolzen nehmen. Was? So, das ist doch gar nicht so übel. Dann trage ich die Jungs mal weg. Also langsam werden die Wege ein bisschen weit, aber ich möchte trotzdem lieber ein bisschen weiterlaufen, als mir die ganze Zeit meine eliminierten Gegner entdecken lassen. Wobei, wahrscheinlich ist es jetzt schon eh passiert. Ah! Für den Orden! Nach Ketzerei. Oh nee, Mensch, echt. Arrr. Mist. Na, ah, das war schlecht, schlecht, schlecht. So. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant,
muss unbedingt jetzt mal überlegen, wie ich am sinnvollsten da jetzt rüberkommen kann. Aber ich glaube, der Weg an sich war nicht der dümmste. Oben rumzulaufen. Und auch diese Idee mit den Narkobolzen ist nicht so schlecht. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen erzählt. Es. Du hast ja nichts von. Hä? Das hier ist. Ich werde über deiner. Ah, Scheiße. So, erstmal den. Ich glaube, ich habe alle Narkobolzen verballert. Könnte mir aber wieder neue besorgen bei der Schwarzmarkthändlerin. Vielleicht wäre das auch gar nicht das Dümmste, das gleich zu machen. Schwarzhändler aus. Ja, ist gut. Den Kerl. Ausrüstung, ich bin's nicht. Warum haben Sie nicht einem von uns geholfen im Konservatorium? Brand, Stech, Heul. Für Sie gibt es natürlich Betäubung. Einen Sonderrabatt. Die Hand drauf. So. Ich sollte nicht mit Fremden handeln. Ja. Da kommst du aber früh drauf, finde ich. Ist da wer? Nein. Er rennt da drüben herum. Feindeseliges Gebiet. So. Greifen. Und ein bisschen rumrennen. Rennen, rennen, rennen. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt alle sagen, das ist viel zu umständlich, die immer so weit zu tragen, aber ich will sie trotzdem hier einfach aus dem Weg haben. Und zwar so, dass sie keiner findet. So, kurz speichern. Und jetzt müsste da noch der Hund liegen, oder? Ah nein. Schnell weg. Ja. Macht nichts, wenn du was gehört hast. Der Hund kommt jetzt noch weg und dann sind wir, glaube ich, soweit parat, dass es hier weitergehen kann. Nichts ist passiert. Nur irgendwelche Leute haben gekriegt, was sie verdienen. So sieht's aus. So. Ich speichere lieber hier mal. Oh ja, genau. Obwohl, komm. Jetzt kommen wir weiter.
das ist doch ganz gut. Komm du nur runter. Er stinkt nach Ketzerei. Ja. Ganz in der Nähe. Stinkt's auch. Findet sie, Brüder. Ja, perfekt. Du willst kämpfen? Ich rette die Welt vor Abschaum wie dir. Du stinkst nach Ketzerei. Für den Orden. So ist gut. Na, dir habe ich doch relativ easy das Licht ausgeblasen, mein Guter. Du bist mein Freund. So ist fein. Gut. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie viele von den Jungs da noch rumlaufen. Ja, der kommt auch noch weg, dann ist es nicht mehr so dramatisch und die kommen nicht die ganze Zeit dahin gelatscht und sind dann alarmiert. Gut. Alles klar. Who's next? Okay, da sitzt einer. Da hinten steht einer. Ich würde fast sagen, den hole ich mir mal. Oh. Da ist ein Hundi. Hey. Na, scheiße. Also, das klappt auf jeden Fall mal nicht. Den Hund, den müsste ich noch narkotisieren, vermutlich. Und vielleicht sollte ich ihn dann auch hinterher einfach platt machen. Weil, also ich weiß nicht, ob Hunde bewusstlos bleiben und ich weiß, obwohl, den einen Hund, den habe ich runtergetragen. Aber Hunde sind natürlich total nervige Dinger.
Oh nee, ah, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Nee, das meine ich. Ich muss nochmal laden. Oh Mann. Wie beknackt, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Ich wollte ihn doch nur betäuben. Komm. Also los, hier Betäubungspfeile ausrüsten. Dann davor. Puff. Dann den beklauen. Und mitnehmen. So ist gut. Den Hund lasse ich liegen da oben, glaube ich. So, damit ist hier das meiste erledigt. Und ich glaube, ich schmeiß den Hund vielleicht, ich hol den, aber ich schmeiß den einfach irgendwo hin. Auch nicht so sofort entdeckt wird, aber trotz allem. Ein bisschen versteckt ist. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn als nächstes hin? Also ich muss sicherlich in das Gebäude rein. Könnte aber noch ein bisschen nachschauen. Hornshop. Hä, wie neutrales Gebiet. Ich glaube, was sind die anderen Damen? Auf den Balkon könnten wir hoch, sicher. Da geht's doch rein, oder? Stellt sich aber natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist, da überhaupt drin zu sein. Nö, eigentlich nicht. Ich erforsche mal unten rum. Und dann gehe ich erst nach oben.
sehe momentan nicht so wahnsinnig viel, was da wirklich Sinn machen würde. Was ist das Schönes? Eine Tafel. Wurde hier mein Vater geboren? Ach. Ach ja, süß, im Monat der Netze wurde da dein Vater, mein Vater geboren. Na gut, dann gehen wir ein Stockwerk höher. Das bringt ganz genau gar nichts erstmal. Gehen wir nochmal ein Stockwerk höher. Bringt ganz genau genauso wenig. Oh. Und bevor wir weitermachen, würde ich an der Stelle sagen, einmal Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.